Freunde, was geht ab? Hier ist der Alex und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier am Kanal. Und diesmal geht es erstmals hier am Kanal um das Thema AI und KI, also die künstliche Intelligenz. Und ich möchte euch hier einmal zum Start ein Board vorstellen, das in der Lage ist, solche Aufgaben zu lösen. Und ich möchte euch hier einfach mal die Hardware vorstellen, was so für Anforderungen da circa dahinter stecken und was man dann mit solchen Sachen eben machen könnte. Viel Spaß! Ja, wenn man einmal hier im Internet nach KI und AI-Boards sucht, dann findet man neben diesen Boards immer wieder den Begriff RISC-V, also RISC-V-Prozessor. Was ist das? Das ist ein Rechner oder ein Prozessor mit reduziertem Befehlssatz. Das heißt, man hat hier einen offenen Befehlssatz und damit könnte eigentlich jeder einen Prozessor herstellen, eben dank dieser BSD-Lizenz. Und das hat natürlich auch zunehmendes Interesse, vor allem mal in der Industrie und Wissenschaft, aber eben jetzt auch schon privat, da man eben diese Prozessoren relativ günstig bekommt, kann man das machen. Und da hat man den Vorteil, dass man eben eine einfache Erweiterung von quelloffenen Implementierungen machen kann. Also ist an und für sich eine tolle Sache, das ganze System. Da könnt ihr mal nachschauen, es gibt da einige Infos im Netz dazu über diese RISC-V-Prozessoren. Und das ganze Konzept, was hier so bei den Boards ist, auf was man eigentlich hier raus will, ist, dass man hier jetzt nicht die künstliche Intelligenz oder das KI eben diese Algorithmen hier programmiert, sondern wenn man da mal reinschaut, da ist außer Mathematik nur Mathematik, also da komme auch ich nicht mehr mit, muss ich ehrlich zugeben. Aber auf jeden Fall möchte man das so einfach lösen, dass man hier zum Beispiel so wie bei einem Arduino-Programm im C++ hier ganz einfach auf gewisse Funktionen zugreifen kann. Zum Beispiel, wenn wir hier eine Kamera haben, die eben an dem Board angeschlossen ist und die jetzt Personen zählt und man möchte zum Beispiel, wenn hier mehr als 5 Personen von der Kamera gesichtet werden, dass dann hier eine Aktion angetriggert wird, dann kann man das ganz einfach programmieren, eben mit zum Beispiel einer If-Abfrage, so auf, nach dem Motto, wenn Kamera mehr als 5 Personen sieht, dann mach das und das und so, also in diese Richtung soll es gehen. Oder wenn das Mikrofon etwas Bestimmtes hört, dann soll das und das passieren und das soll man dann relativ einfach von der Software aus auf das zugreifen können, so in die Richtung, da sollte das hingehen mit den Boards, dass das dann auch so einfach zu programmieren geht wie ein Arduino. Jedenfalls ist es momentan doch noch ein bisschen komplizierter, denn das Ganze ist ja jetzt noch relativ neu. War auch beim Arduino so, wie dann die Libraries und so gekommen sind, dann ist ja alles viel leichter geworden. Was wir hier auf diesem Board haben, ist ein sogenannter Kenrite K210 Prozessor. Das ist der Hauptprozessor, so wie es beim Arduino halt ein ATmega 328 ist. Und das ist wiederum ein sogenannter SoC-Prozessor, System on Chip, ist eh klar bei den Sachen. Wir haben hier natürlich 64-Bit-Prozessoren, im Vergleich zum Arduino, da haben wir nur 8-Bit und das Ganze auch schon Dual-Core, also da steckt schon so viel Power dahinter wie eigentlich in einem Smartphone. Sage ich jetzt mal hier fast so viel. Dann haben wir hier natürlich Low-Power, das heißt das Ganze ist relativ energiesparend, mache ich dann noch eine Messung dazu, wie viel Strom das Ganze hier aufnimmt. Und natürlich ist auch mächtig viel Speicher drinnen, wenn man bedenkt, Arduino 2 KB RAM, hier haben wir 8 MB RAM und wir haben auch einen 128 MB Flash-Speicher drauf. Und natürlich kann man das Ganze erweitern, SD-Karten-Slot, der befindet sich hier auf der Rückseite. Das heißt, auch mit Micro-SD-Karten kann man hier arbeiten und dann sind wir in einem Speicher von mehreren Gigabytes. Aber wozu jetzt kann man diese Boards einsetzen? Wir haben ja hier eine Kamera drauf, das heißt mit dieser Kamera können wir schon relativ viel anstellen, eben zum Beispiel das Erkennen von Personen. Ich habe einen Test einmal gemacht mit einem mitgelieferten Demo-Code, das funktioniert, so da können beliebig viele Personen eben sich vor der Kamera aufhalten, die Kamera kann das zählen. Genauso funktioniert das auch mit Tieren. Das Ganze, die Unterscheidung funktioniert erstaunlich gut. Mich wundert auch, dass die Kamera hier sehr viele Details erkennt
obwohl ja hier die Auflösung eigentlich wirklich nichts Besonderes ist. Aber selbst wenn ich hier 20 Meter wegstehe von der Kamera und mit der Auflösung, die erkennt das ganz normal. Also kein Problem, die kann dir sagen, aha, hier steht eine Person. Das hat mich wirklich verwundert, mit dem hätte ich eigentlich nicht gerechnet, aber anscheinend die KI kann das machen, dass die Kamera das eben hier erkennt. Und auch bei den Tieren, es ist natürlich auch hier möglich, dass man das unterscheidet, also zwischen zum Beispiel einer Katze und einer Ente ist das überhaupt kein Problem, das wird problemlos unterschieden. Das heißt, man könnte auch hier zum Beispiel Tierzählungen machen und so mit der Kamera würde funktionieren. Genauso auch zum Beispiel wäre eine Möglichkeit eine Alarmanlage, die man zu Hause hat, denn da gibt es ja entweder den Bewegungsmelder oder die Kamera, aber momentan ist es ja noch so, dass eben entweder der Bewegungsmelder oder die Kamera auf beides reagieren, wenn jetzt da die Katze vorbeigeht oder ein Mensch, das ist ungefähr das Gleiche. Und mit dem Board könnte man aber so etwas bauen zum Beispiel, dass man hier wirklich dann sagen kann, okay, die Alarmanlage ist scharf, aber wenn hier die Katze vorbeigeht, passiert nichts und sobald hier sich eine Person nähert, dann wird hier entsprechend getriggert. Das ist eine Möglichkeit, eben genauso auch ein Personenzähler oder eben auch mit dem Mikrofon. Da hat man auch wieder sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Glas hinunterfällt oder wenn Scherben fallen, dann sind das Geräusche, die das Mikrofon hier sich triggern lässt. Das heißt, wenn hier jetzt wirklich so etwas eintrifft, so ein Geräusch, dann kann man auch hier wieder bestimmte Aktionen triggern. Also da gibt es ja relativ viel Möglichkeiten. Vielleicht eines noch, wäre auch interessant, wo das dann zum Beispiel eingesetzt wird. Wird mittlerweile eingesetzt, momentan braucht man dafür ein ganzes Server-Rack noch. Ich denke aber auch, dass das der kleine Chip irgendwann einmal problemlos lösen kann. Und zwar zum Beispiel bei der Verkehrstelematik, bei der Sicherheit, Tunnelüberwachung. Da habe ich das mal besichtigt. Da gibt es zum Beispiel in den Autobahntunnels eine durchgehende Leitung, wo mehrere Mikrofone drauf sind. Und wenn es hier zu einem Unfall kommt, wenn hier Scherben fallen, wenn es einen Knall, einen Krach gibt, dann wird hier automatisch die Kamera in dem Bereich aktiviert. Der Operator sieht das in der Verkehrsleitzentrale. Also so Sachen wären halt da mit diesem Board problemlos möglich. Man muss das halt entsprechend dann programmieren und es wird ja hier eben das Ganze dann auch immer besser. Das ist ja auch das, was man mit KI möchte, eben dass hier Machine Learning betrieben wird, dass sich die Maschine eben selbst hier verbessert. Was wird hier eigentlich alles mitgeliefert? Neben dem KI-Board haben wir hier mal ein LCD-Display und dann haben wir hier eine Antenne. Nein, Leute, das ist keine WLAN-Antenne, das ist LoRa. Und das gefällt mir schon wieder mal richtig gut, dass dieses Board hier LoRa integriert hat. Denn damit lassen sich sehr viele Möglichkeiten wieder machen. Das Ganze kann man relativ weit entfernt, ohne irgendwo eine LTE-Anbindung oder eine WLAN-Anbindung, kann man das Ganze hier betreiben. Also das ist schon wieder einmal sensationell. Was allerdings fehlt, ist WLAN und Bluetooth. Das haben wir hier nicht drauf. Aber gut, da könnten wir ja auch einen ESP32 oder irgend so etwas in die Richtung anhängen und dann halt hier über Serial oder über einen anderen Bus oder was auch immer hier die Daten austauschen. Also man könnte das ja hier problemlos nachrüsten. Ich gehe aber davon aus, dass hier sicherlich mal ein Update kommen wird und dann werden wir auch hier WLAN dabei haben. Dann hier noch relativ unspektakulär ein USB-C-Kabel, aber immerhin USB-C, denn das haben ja die wenigsten Mikrocontroller bis jetzt, also auch hier geht man schon in eine einheitliche Richtung, finde ich soweit ganz gut. Um hier mal auf die Details einzugehen, was jetzt hier alles am Board drauf ist, also wir haben hier eigentlich, das eigentliche Board ist ja hier das kleine Board und das ist nochmal drauf auf einem größeren Board, auf einer größeren Platine, wo wir hier dann eben leichter an die ganzen Pins kommen. Das heißt, wir haben eigentlich hier zwei Boards. Das Ganze auch hier, die Anschlüsse werden hier rausgeführt. Wir haben hier eine Kamera, wir haben hier die Möglichkeit, ein Display anzuschließen und wir haben hier den USB-C-Anschluss. Hier haben wir natürlich die LoRa-Schnittstelle, dann haben wir hier ein Mikrofon und hier eine RGB-LED. Das ganze Board hier, hier haben wir den Hauptprozessor, das ist eben dieser Kenrite K210, den ich schon erwähnt habe. Und hier ein 1261er
LoRa-Chip, der ist auch wieder hier von Semtech. Das ist so wie der 1276er, der hier bei den Arduinos oder bei den ESBs oft verbaut ist, bei diesen Boards. Und ja, denke ich mal, wird hier die gleichen Eigenschaften haben. Also das Ganze wird hier über LoRa natürlich ganz gut wieder funktionieren. Davon gehe ich mal aus. So sieht das Board jetzt komplett aufgebaut, inklusive Display. Auch hier die Software, das funktioniert. Und wir haben hier jetzt einen Stromverbrauch von durchschnittlich 210 mA. Das ist hier der durchschnittliche Verbrauch, eben mit LCD-Display, mit der Kamera und der ganzen Prozessorleistung. Also das ist eigentlich in Ordnung. 200 mA bei 5 Volt, das ist nicht wirklich viel. Übrigens, das Ganze ohne Display benötigt ungefähr 50 bis 60 mA weniger. Das heißt, wir haben hier so circa 140, 150 mA, was dann hier noch verbraucht werden, eben mit aktivem LoRa und der Kamera und eben den KI-Betrieb, also der Rechenleistung. Zum Programmieren stehen übrigens verschiedene Programme zur Verfügung, sind wieder so IDEs. Einer ist zum Beispiel der Kenrite IDE, der eben speziell für diesen Prozessor ist. Was auch noch bei diesen Boards interessant ist, ist, dass hier ein Betriebssystem installiert werden kann, so wie hier zum Beispiel FreeRTOS. Das ist so ein bekanntes Mikrocontroller-Betriebssystem, das eben hier auch installiert werden kann. Also das ganze System kann man eigentlich hier so als Zwischencontroller eben zwischen Arduino und Raspberry bei einordnen. Also in dem Bereich ist das, ist eigentlich schon mehr ein Computer, aber zählt irgendwie doch noch zu den Mikrocontrollern. Übliche Schnittstellen wie I2C, UART, SPI, die sind natürlich auch vorhanden, genauso wie BWN-Pins, analoge Ein- und Ausgänge. Also eigentlich auch alles, was so ein Arduino kann, kann natürlich auch dieses Board. So Freunde, das war's jetzt hier mit der Vorstellung von diesem Board mal. Vorerst rein die Hardware. Es wird dann noch ein Video kommen zur Software, wo wir das Ganze dann mal programmieren, wo wir hier so ein einfaches Programm mal ausführen werden. Und es wird auch natürlich noch einige Videos zu anderen Boards geben. Es soll ja hier kein Monopol sein. Und dann werden wir eh sehen, was wir hier für Projekte machen. Zum Beispiel so ein Personenzähler, eine Alarmanlage, wie ich schon erwähnt habe. Das wäre natürlich ganz interessant und ich denke, dass wir hier dann im heurigen Jahr sicher das eine oder andere Projekt dazu machen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.